Herzlich willkommen zum Brustkrebs Deutschland Roundtable vom San Antonio Breast Cancer Symposium 2013, dem größten Brustkrebskongress der Welt. Heute werden wir Ihnen eine Zusammenfassung der wichtigsten Vorträge, die hier vorgestellt wurden, geben und es wird circa eine Stunde dauern. Die Experten heute sind zu meiner linken Seite Frau Professor Habeck, die Leiterin des Brustzentrums der LMU München, Großhadern und Innenstadt. Ein zweiter noch auf der Seite, Herr Professor Christoph Thomsen, der Direktor der Universitätsfrauenklinik Halle an der Saale. Auf meiner anderen Seite Herr Dr. Bauerfeind, der Chefarzt der Frauenklinik im Klinikum Landshut und Leiter des Brustzentrums. Und neben Dr. Bauerfeind Doris Schmidt, die sehr aktiv in dem Beirat von Brustkrebs Deutschland arbeitet und auch Kommunikationstrainerin ist. Herzlich willkommen. Fangen wir vielleicht mal an mit der metastasierten Situation. Gab es da irgendwas Neues? Operativ gab es, glaube ich, eine Sache, ob wenn eine Frau erst diagnostiziert ist mit einem metastasierten Brustkrebs, muss man den Tumor entfernen oder nicht? Ja, es gab zwei sehr interessante und heiß erwartete Studien zu dieser Frage, eine aus Indien und eine aus der Türkei. Und um das Ergebnis vorwegzunehmen, eigentlich waren diese Studien für uns enttäuschend. Nicht nur deswegen enttäuschend, weil wir gesehen haben aus diesen Studien, dass die lokale oder lokoregionäre Therapie, sprich Entfernung des Tumors, gegebenenfalls sogar auch mit Entfernung der Achsellymphknoten, den Frauen überhaupt keinen Überlebensbenefit bringt, dass unserem derzeitigen Vorgehen eigentlich widerspricht. Enttäuschend und auch den Daten aus den retrospektiven Daten, die wir kennen und aus den Meta-Analysen, die eigentlich sehr vielversprechend waren. Enttäuschend aber auch aus der Hinsicht, dass die Studien eigentlich von ihrer Qualität auch das nicht liefern konnten, was jetzt als Aussage praktisch im Raume steht. Man muss sehen, dass diese Patienten mit einer Metastasierung zum Teil also weniger als 20 Monate überlebt haben, was natürlich überhaupt nicht dem Standard dessen entspricht, was wir heutzutage in den industrialisierten Ländern in Deutschland oder so erwarten, wo die Überlebenszeiten bei primärer Metastasierung deutlich länger sind. Insofern denke ich, dass diese Studien uns Anlass geben, erneut darüber nachzudenken. Sie motivieren uns vielleicht in Deutschland auch nochmal eine Studie aufzulegen zu der Frage, Operation bei der metastasierten Situation ja oder nein, was in den letzten Monaten sicherlich kaum möglich gewesen wäre wegen der retrospektiven, so positiven Daten. Ja, vielleicht kann ich mich nur anschließen. Ich denke, dass die Studien für uns in Deutschland in der Therapierealität nicht maßgeblich sein werden, weil sie eben aus Ländern kommen, die anderes Vorgehen haben. Was wir aber mitnehmen, würde ich sagen, als Botschaft ist, dass eine Lokaltherapie im Einzelfall zur lokalen Kontrolle durchaus Sinn machen kann. Dass aber unbedingt, das zeigt ja die indische Studie auch, dass eine Systemtherapie eigentlich dem vorausgehen muss und dass es nur Sinn macht für Patienten, die lokale Kontrolle anzustreben, wenn die Metastasen, die Fernmetastasen gut durch Systemtherapie kontrolliert sind. Ist es Ihrer Erfahrung nicht aber auch ein Problem für die Patientin, einfach das Gefühl zu haben, der Tumor bleibt drin? Ich denke, das Entscheidende ist, dann die Patienten gut zu beraten. Ich meine, dieses Problem haben wir schon in der Zeit gehabt, auch außerhalb der metastasierten Situation bei der neoadjuvanten Chemotherapie. Da hatten die Frauen anfangs auch die Angst, der Tumor bleibt drin und haben gemerkt, da passiert was, der wird kleiner durch die Therapie. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Und ich meine, man muss den Frauen dann auch ganz offen sagen, dass das Problem letztendlich die Therapie von innen heraus ist und dass es nichts bringt, die Spitze vom Eisberg nur wegzuschneiden, um hier eine Heilung näher zu kommen. Noch dazu, wenn wir uns nicht sicher sind, dass es was bringt. Das heißt, ich denke, das, was Nadja und Christoph schon gesagt haben, die lokale Kontrolle, also wenn der Tumor tatsächlich auch die Frau in irgendeiner Weise Beschwerden bereitet, Schmerzen oder wenn er durch die Haut durchbricht, dann sind das wahrscheinlich noch die Hauptindikationen, hier operativ einzugreifen. Oder aber alle Metastasen sind weg und nur der Primärtumor ist in irgendeiner Weise noch da. Dann ist es sicherlich nochmal neu zu überlegen. Also da bin ich jetzt schon in Einzelfallbeispielen, wo man sicherlich überlegen und diskutieren muss. Aber vorneweg braucht es die Systemerkrankung, eine systemische Therapie, also den ganzen Körper von innen heraus. Ich denke, was Herr Dr. Bauerfeind sagte hier, dass das Gespräch mit dem Arzt, zwischen Arzt und Patientin sehr wichtig ist, macht deutlich eben, dass
die Patientin, die wir zum Beispiel beraten und die immer wieder sagen, ich möchte den Tumor raushaben, ist eine große Belastung, eben diesen Feind in der Brust, wie er oft besprochen wird, dass eben hier der Arzt deutlich machen muss, warum jetzt nicht operiert wird, warum man jetzt erst systemisch behandelt. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Aber ich meine, wir sehen ja auch das Umgekehrte. Wir sehen Patienten, die sehr, sehr gut auf die Systemtherapie ansprechen und dann sagen, muss denn das noch sein mit der Operation? Und ich denke, da sind die Daten jetzt relativ klar, dass es auf gar keinen Fall sein muss, dass wir wahrscheinlich, was die Überlebensaussichten angeht, da nicht große Verbesserungen erreichen. Und dass es eine Frage ist, will ich diese lokale Kontrolle und wäre ich dazu auch bereit, zum Beispiel auch die Brust zu verlieren? Auch das sind ja immer Fragen in der Metastasierung, die man dann besprechen muss. Also es muss nicht sein, aber ich würde sagen, die Studien sagen auch nicht, es darf nicht sein, sondern das ist eine Einzelfallentscheidung und da haben wir jetzt einfach auch mehr Möglichkeiten, die Patienten gut zu beraten. Die beiden Studien waren schon auch sehr interessant angelegt. Die indische Studie hatte ja das, was Professor Habig eben schon sagte, als Punkt gehabt, dass nur Patienten eingeschlossen wurden, die angesprochen haben auf eine primäre Therapie. Die türkische Studie hatte eine sehr interessante explorative Analyse, um zu schauen, welches könnten denn die Patienten sein, die wirklich profitieren von einer Operation. Und es zeigte sich da, ohne dass man das jetzt als endgültiges Ergebnis hernehmen kann, aufgrund der statistischen schwachen Zahlen, aber es zeigte sich doch als Hinweis, dass Patienten mit einer günstigen Prognose, das heißt mit geringem Befall des Knochens zum Beispiel, eher davon profitieren oder mit einzelnen Metastasen der Lunge eher davon profitieren, wenn man sie operiert, als Patienten, die jetzt eine Durchmetastasierung haben mit Lebermetastasen und so weiter. Aber ich würde nach wie vor sagen, wir müssen in Deutschland eben doch eine Studie machen nochmal. Das ist jetzt ein guter Hinweis, hier Patienten und Ärzte zu motivieren, das im Rahmen einer großen Prospektive-Studie zu untersuchen. Gab es denn sonst zum metastasierten Brustkrebs noch irgendwelche Neuigkeiten? Es gab eine Sitzung, wo es ums Management von Beschwerden ging und Lebensqualität. Ich denke, das ist bei uns in Deutschland von den Ärzten sowieso sehr im Fokus für metastasierte Patientinnen, dass man schaut, dass auch die Lebensqualität so gut wie möglich erhalten bleibt. Ist dem so? Ja, ich denke, dass das hier zur metastasierten Erkrankung, muss ich sagen, war nichts Weltbewegendes dabei. Heute nochmal eine negative Studie auch zu einem neuen Medikament, was in die Blutgefäßneubildung eingreift, was einfach nicht besser war als eine Chemotherapie alleine. Und ich denke, dass wir von der großen Konferenz in Lissabon, von dem ABC-2-Kongress, der ja im November stattgefunden hat, wo auch weltweiter Konsens ist zur Therapie in der metastasierten Situation, dass wir da mehr mitnehmen können. Und was die Erfassung oder das Gespräch mit der Patientin angeht, so haben wir auch schon in Lissabon gesehen, dass wir in Deutschland eigentlich da sehr, sehr gut sind, auch was die Erfassung von Nebenwirkungen, Beschwerden angeht, Beratung unter der Therapie. Und ich glaube, auch Frau Fellowfield, die heute hier ja gesprochen hat, hat da keine zusätzlichen Erkenntnisse gehabt, wo man sagen muss, das müssen wir in Deutschland zusätzlich machen, das wäre noch eine starke Bereicherung. Gut, dann gehen wir von der Situation mal weg. Es ist hier am Mittwoch die Neo-Alto-Studie vorgestellt worden, wo ja unter anderem auch der Punkt ist, ob eine pathologische Komplettremission, also kein Auffinden des Tumors her, sich mit einem längeren Krankheitsverlauf überleben oder auch überhaupt positiv auswirkt. Getestet wurde da Trastuzumab und Lapatinib einzeln bzw. in Kombination. Was kam dabei raus? Ja, Frau Picard hatte hier den ersten Vortrag zu diesem Thema. Es hatte sich ja in den letzten Jahren schon gezeigt, dass die doppelte Blockade des HER2-Rezeptors, also mit Trastuzumab und Pertuzumab oder mit Trastuzumab und dem Tyrosinkinase-Inhibitor Lapatinib, in sehr hohem Maße pathologisch nachgewiesene komplette Remissionen verursachen kann. Und wir gehen ja davon aus, dass die pathologisch komplette Remission auch mit einer besseren Prognose verbunden ist. Ist es nun die wissenschaftliche Frage, die natürlich auch eine große klinische Konsequenz hat, ob die Vermehrung, die Anhebung der Rate der pathologischen kompletten Remission auch etwas zu tun hat oder assoziiert ist mit einer weiteren Verbesserung des Überlebens. Und diese Neo-Alto-Studie, die Frau Pricard vorgestellt hat, war ja eine Studie, die als Zielkriterium nur hatte,
wie hoch sind die pathologisch kompletten Remissionen unter der doppelten Blockade mit Chemotherapie und einem Antikörper oder Chemotherapie und Antikörper und dem Tyrosinkinase-Inhibitor Lapatinib. Und das war ja auch schon bekannt, dass die pathologisch kompletten Remissionen dann nahezu verdoppelt werden können durch die duale Blockade. Was in der Studie durch das Follow-up nicht ohne weiteres gezeigt werden konnte, war eben, ob sich das Gesamtüberleben und die gesamte Prognose dadurch verbessert. Das lässt sich letztendlich nur indirekt zeigen. Wir haben gesehen, am Schluss in den Kurven, das war eigentlich das wichtigste Dia, dass die Überlebenskurven mit der Einzelblockade mit Trastuzumab oder Lapatinib letztendlich relativ ähnlich liefen im Bereich der pathologisch kompletten Remission wie die der doppelten Blockade. Aber wir müssen wissen, dass in der doppelten Blockade eben auch doppelt so viele Patienten untergebracht sind und so doppelt so viele Patienten profitieren. Und ich denke mir, dass wir dann in der alten Studie später, also in der adjuvanten Studie, später auch das wahrscheinlich bestätigt werden, dass eben die doppelte Blockade auch mit einer verbesserten Prognose einhergeht. Also ein erster deutlicher Hinweis, diese Studie. Was die Studie auch gezeigt hat, und ich denke, das ist was, was unser therapeutisches Handeln auch beeinflussen wird, ist, dass wir auch bei der HER2-positiven Erkrankung unterscheiden müssen, ist die Erkrankung hormonsensitiv, also hormonrezeptor-positiv oder hormonrezeptor-negativ. Die wirklich deutlichen guten Daten, auch wo die doppelte Blockade besser war, auch was die Überlebenszeit der Patienten angeht, sah man in der hormonrezeptor-negativen Gruppe. Bei den hormonrezeptor-positiven Patienten war dieser Unterschied nicht so deutlich ausgeprägt. Und ich denke, das ist was, was wir ja in Deutschland auch in der, zum Beispiel in der ADAPT-Studie im Moment verfolgen, dass wir doppelte Blockade machen bei der hormonrezeptor-positiven Patientin, aber eher den Weg gehen, dass wir hier ein Anti-HER2-Medikament mit einer Antihormontherapie kombinieren. Und wir werden sehen, ob das nicht vielleicht der bessere Weg für diese hormonempfindliche HER2-positive Erkrankung ist und bei der hormonunempfindlichen HER2-positiven Erkrankung dann den Weg der Chemotherapie mit der doppelten Blockade gehen, um hier ein möglichst hohes Ansprechen zu erreichen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich bezogen auf den Einsatz jetzt von zwei Anti-HER2-Medikamenten ein bisschen verunsichert bin. Also gerade eben, weil es so für die Gesamttruppe für mich eben noch nicht eindeutig war und jetzt schiebt die Neoadjuvanz wieder auf die Langzeitergebnisse der Adjuvanz. Das heißt, ich tue mich leicht, wenn ich eine Studie habe für eine neoadjuvante Therapie. Ich tue mich sehr, sehr schwer, eine Patientin außerhalb von Studien jetzt tatsächlich im HER2-Neustatus tatsächlich zu behandeln. Soll ich ihr nur Trastuzumab plus eine irgendwie geartete Chemo geben oder soll ich tatsächlich Lapatinib dazu tun? Oder soll ich das so unterscheiden, wie es Frau Habeck gerade gesagt hat, vom Rezeptorstatus? Also ich bin tatsächlich hier komplett verunsichert. Also ich finde außerhalb von Studien momentan keinen richtigen Weg. Also du nimmst jetzt für deine tägliche Praxis da nichts Neues mit? Eine Verunsicherung momentan. Eine Verunsicherung. Wie gesagt, wir haben natürlich den Luxus, dass wir eigentlich permanent irgendeine Studie haben in Deutschland für die neoadjuvante Situation. Aber es gibt ja durchaus Patienten, die das ablehnen. Und da bin ich momentan tatsächlich verunsichert, ob ich auf Kosten dieses Medikamentes sowohl finanziell als auch von der Nebenwirkungsrate tatsächlich das duale Prinzip immer noch so bezogen auf das Gesamtüberleben tatsächlich einsetzen kann. Ja, also ich denke, dass diese Verunsicherung ist auch absolut richtig aufgrund der Daten. Und ich denke, man muss unterscheiden. Für die Studiensituation, denke ich, zeigt sich, dass wir diese zwei Subgruppen bilden müssen. Rezeptor-positiv, Rezeptor-negativ, HER2-positiv. Aber für die Alltagssituation der Praxis muss man ganz klar sagen, die duale Blockade ist kein Standard im Moment. Es ist auch von den Kassen, auch in der Regelversorgung wird das auch so nicht übernommen. Und wir wissen nicht, ob sie wirklich für alle Patienten notwendig ist. Erste Zeichen deuten darauf hin, dass eben für die hormonempfindliche Erkrankung das vielleicht gar nicht notwendig ist. Und das außerhalb von Studien würde ich das auch so nicht einsetzen. Und ich denke, das ist ein ganz klares Statement, dass Patienten mit einer HER2-positiven Erkrankung, es laufen in Deutschland ja noch Studienprojekte, einfach schauen sollten, dass sie im Rahmen solcher Projekte behandelt werden können. Ich denke, dem kann man sich nur anschließen, wenn HER2-positiv, dann möglichst im Rahmen neoadjuvanter Protokolle, weil wir für die Adjuvanten ganz einfach noch keine Daten haben. Aber ich würde die Studie trotzdem nicht so negativ interpretieren. Die wissenschaftlichen Fragestellungen sind natürlich, welche sind die Patienten, die resistent sind oder welche sind die Patienten, die weniger profitieren, welche sind die mehr profitieren. Aber die Hauptbotschaft dieser Studie war ja eigentlich, können wir jetzt den
Prognose, Vorteil der doppelten Blockade tatsächlich aus der Steigerung der PCR ablesen. Und da müssen wir einfach sehen, dass eben doch nur immer ein Teil der Patienten eine pathologisch komplette Remission haben. Und dieser Effekt verdünnt sich dann über die ganzen Patienten, sodass es auch aus statistischer Sicht schwierig ist, bei 400 Patienten, die insgesamt in der Studie waren, tatsächlich diesen Effekt schon zu sehen. Rein zahlenmäßig konnte man sehen, dass die Kurve der doppelten Blockade schon oberhalb der Kurve lief, die nur einfache Blockade hatten. Insofern würde ich es nicht so pessimistisch sehen, aber ich denke, wir sind uns da einig, es ist nicht zugelassen, die doppelte Blockade, und wir können nur versuchen, die Patienten möglichst in die entsprechenden Studienprotokolle einzubringen. Also ein ganz wichtiger Aspekt wurde schon angesprochen, die Nebenwirkungen, also doppelte Blockade, eventuell eben mehr Nebenwirkungen, und deswegen muss man da schon genau hinschauen und abwarten und auch mit der Patientin sehr eng kommunizieren, dass sie auch weiß, was auf sie zukommt, denn wir wissen, wenn wir uns die Nebenwirkungen angucken, dass die nicht ohne sind. Und dass hier zum Beispiel, wie Frau Habeck gerade sagte, dass eventuell die hormonrezeptorpositiven Patientinnen eben nicht die doppelte Blockade brauchen, sondern dann eben mit einem antihormonellen Therapie behandelt werden, dass man dann eben die Nebenwirkungen entschärft. Nun wurden ja noch zwei weitere Studien vorgestellt zum HER2-Neupositiven, die TRIO-Studie und die BETH-Studie. Was gab es da Neues? Waren eigentlich drei Studien. War noch eine, also ich halte die TRIO-Studie, da wird uns für den Alltag nicht viel Neuigkeiten bringen. Da ging es um die Frage, das TCH-Regime ohne Anthracycline mit einfacher oder doppelter Blockade. Ich sage, die Daten entsprechen dem, was zu erwarten war. Zwei Studien, die für mich da viel wichtiger waren in dem Zusammenhang, war die BEST-Studie, die geschaut hat, ob nicht der Einsatz von Bevacizumab, also einem Angiogenesehemmer in der HER2-positiven Situation, für die Patienten einen Überlebensvorteil bringt. Und da war für mich die wichtigste Schlussfolgerung, dass Patientinnen mit einer HER2-positiven Erkrankung heute mit einer Anti-HER2-Therapie eine exzellente Prognose haben. Wir haben hier Überlebensdaten, 3-Jahres-Überlebensdaten von 96-97%, und die Angiogenesehemmung mit Bevacizumab hat da nichts zu beitragen können. Die zweite Studie, die war eine kleine Studie von den Kollegen an der Ostküste, Eric Weiner und seine Gruppe, die geschaut haben, bei nodal negativer HER2-positiver Erkrankung reicht nicht ein Medikament, ein Chemotherapeutikum, das Paclitaxel, wöchentlich gegeben mit einer Anti-HER2-Therapie, und da auch hier eine exzellente Prognose, 3 Jahres krankheitsfreies Überleben von fast 99%. Mein Kritikpunkt an dieser Studie ist, da waren viele Patienten dabei, die hätten gar keine Chemotherapie gebraucht. Und ich denke, wir brauchen Informationen, was wir leider in der Regelversorgung nicht anbieten können, über die Frage, muss denn die HER2-Therapie immer mit der Chemotherapie kombiniert werden, gerade auch bei Niedrigrisikopatienten. Und vielleicht noch zu den ganz kleinen Tumoren unter 5 mm. Ich denke, da zeigt diese Studie, dass es wahrscheinlich überhaupt keine Anti-HER2-Therapie und keine Chemotherapie braucht. Und das wurde auch in der Diskussion so aufgegriffen. Also ich denke, auch diese letzte Studie, die von Frau Professor Habeck jetzt gerade beschrieben wurde, war eine ganz wichtige Studie, obwohl es ja nur eine einarmige Beobachtungsstudie war, was zu erster Kritik geführt hat. Wichtig ist tatsächlich, die Patienten hatten Tumoren kleiner 3 cm, waren aber nodal negativ, die dort eingebracht worden sind. Ein Poster, was heute auch gezeigt wurde, an der italienischen Arbeitsgruppe, hat aber ganz schön gezeigt, dass die Tumorgröße gar nicht so eine große Rolle spielt in der Prognose, wenn sie mit Chemotherapie und Trastuzumab behandelt werden, sondern die biologischen Marker, die Aggressivität des Tumors halt wie immer entscheidend ist. Ne? Die wichtigste Frage, die mich eigentlich dann bewegt hat bei dieser guten Prognose, Frau Tulani, die die Studie vorgestellt hat, dann darauf hingewiesen, dass jetzt demnächst eine große Studie laufen wird mit Trastuzumab DM1, also einem Huckepack-Antikörper, an dem eine Chemotherapie drangebunden ist, gegen eben dieses Regime, was Sie hier getestet hatten mit Chemotherapie Paclitaxel und Trastuzumab. Und in der Diskussion mit Kollegen sind wir eigentlich der Meinung gewesen, viel interessanter wäre es eben dann in Zukunft eine Studie zu machen, Trastuzumab alleine versus Chemotherapie plus Trastuzumab, weil das nämlich genau die Frage ist, können wir mit biologischen Faktoren, also in dem Fall mit Trastuzumab, vielleicht auch ohne Chemotherapie genauso weit kommen wie mit der Chemotherapie, dann würden wir doch erhebliche Nebenwirkungen ersparen. Und das wäre zum Beispiel ein Punkt eben für die biologisch günstigen Tumoren und auch für die sehr kleinen Tumoren.
Weil da haben wir ja in der adjuvanten Situation bisher noch gar keine Daten, nur Trastuzumab zu geben. Aber wir werden aus der ADAPT-Studie die Daten kriegen zu Trastuzumab plus endokriner Therapie versus TDM1 versus TDM1 plus endokrine Therapie bei den hormonrezeptorpositiven, HER2-positiven Patienten. Und ich denke, das ist für mich der Weg der Zukunft. Denn ich glaube, dass die rezeptornegativen Patientinnen, dass die auch sind, die dann ein etwas höheres Risiko haben, wo eine Chemotherapie gerechtfertigt ist. Aber bei den rezeptorpositiven Patienten, denke ich, ist die duale Blockade endokrin plus Anti-HER2 das, wo wir einfach viel zu wenig Daten haben, für welche Patienten das geeignet wäre. Nur ganz kurz, wann kann man da mit ersten Ergebnissen rechnen? Übernächstes Jahr. Übernächstes Jahr. Okay, also 2015. Aber es ist weltweit das einzige Konzept, was diese Fragestellung aufgreift, auch mit modernen Anti-HER2-Therapien. Deswegen denke ich schon, dass das ein ganz wesentlicher Beitrag ist, den wir aus Deutschland leisten können. Und für die Patienten natürlich im Moment noch 200 Patienten, die uns fehlen in der Studie, auch eine Möglichkeit, ein sehr modernes Therapiekonzept zu bekommen. Denn die Patienten, die auf diese Therapie mit einer PCR ansprechen, da ist es den Therapeuten und dem Patienten freigestellt, ob nach der Operation noch eine Standardchemotherapie gegeben werden muss. Gut, gehen wir ein Thema weiter. Die Monica Morrow hat zur lokalen Therapie etwas gesagt. Gab es da irgendwas Neues in Ihrem Vortrag? Also ich bin der Meinung, dass sie das zusammengetragen hat, was sie eigentlich die letzten 2-3 Jahre auch immer wieder sagt, dass weniger Operation mehr ist. Sie hatte so einen Überblicksvortrag, sie hat also keine neuen Daten gezeigt. Es gab noch eine andere Veranstaltung, die auch das Thema der Lymphknoten in der Achselhöhle nochmal beleuchtet hat. In erster Linie ging es tatsächlich darum, um die Schnittränder. Wie weit muss ein Tumor im Gesunden entfernt sein? Und hier sprechen eigentlich die Daten dafür, dass für ein invasives Karzinom ein Resektionsrand in allen drei Dimensionen von 1 Millimeter wohl ausreichend ist. Sie übersetzt immer 1 Millimeter mit not touching the ink. Da macht sie so einen kleinen geschickten Schlenker in meinen Augen, weil das wäre ja noch weniger dieser Tuscherand beim Färben des Präparates als dieser 1 Millimeter. Aber ich denke, wir hatten vor einigen Jahren noch 10 mm, sind runter auf 5 mm und sind jetzt bei 1 mm. Und das entspricht ja auch den Leitlinien, die wir in Deutschland haben. Also da wird sich wenig tun. Das ist sicherlich der richtige Weg. Bezogen auf die Achselhöhle ist sie ja als Mitautorin der sogenannten Z011-Studie fulminant dahinterher, dass eben man die Achselhöhle nicht mehr komplett operiert, wenn nicht mehr als 2 Wächterlymphknoten befallen sind und wenn brusterhaltend operiert wird. Das setzt sich so langsam durch, habe ich das Gefühl. Man findet immer wieder auch ein paar Poster, die das so fabrizieren und umsetzen und dann eben sehen, wie häufig sind denn tatsächlich Lokalrezidive in der Achselhöhle, und die bleiben Gott sei Dank aus. Wenn die Patienten, und da sind wir wieder an dem Punkt, der ja vorher schon auch über die Tumorbiologie gesprochen worden ist, wenn die Patienten natürlich das ganze Paket bekommen, was sie brauchen, also sie brauchen eine Bestrahlung, sie brauchen die Operation und sie brauchen die entsprechende medikamentöse Therapie, je nachdem, welchen Tumorstatus und welche Tumorbiologie die Patientin haben, dann funktioniert das natürlich, wenn man hier die diagnostische Operation der Achselhöhle auf das Minimum beschränkt, was man für die Therapieentscheidung benötigt. Da war nichts Neues, aber es war einfach gut, nochmal so klar im Statement zu hören. Gab es ansonsten bezüglich der Operation der Achselhöhle oder der Sentinels, des Wächterlymphknotens, irgendwelche Neuigkeiten oder Bestätigungen? Also in meinen Augen gab es ein paar Poster, die eben versuchen, die Art der Markierung der Wächterlymphknoten zu modifizieren, sei es mit neuen Farbstoffen, sei es mit irgendwelchen Magnetresonanzaufnehmern. Das sind akademische Fragestellungen, die meines Erachtens ein paar funktionieren nicht, aber ich glaube nicht, dass sie momentan die nuklearmedizinische Untersuchung tatsächlich da so, die sich ja wirklich etabliert hat, in den Hintergrund schieben können. Die Diskussion, die es eben in einer eigenen Sitzung gab, war eigentlich im Zusammenhang mit der neoadjuvanten Chemotherapie und Achselhöhlenoperation, da jetzt beide Studien, die deutsche Sentina-Studie und als auch die amerikanische ACOSOC-Studie, auch schriftlich publiziert sind. Die Daten sind hier völlig deckungsgleich, also beide haben für die entscheidende Frage für Patientinnen, die vor Beginn der Chemotherapie
betroffene Lymphknoten haben und durch die Chemotherapie konvertieren in einen unauffälligen Lymphknotenstatus. Da entdeckt man halt in 80-85% der Fälle den Wächterlymphknoten. Das ist so ein bisschen niedriger, als hätte sie keinen Befallen gehabt. Und die falsch negative Rate ist in beiden Studien knapp 12-13%. Das ist auch etwas höher, als wir früher angenommen haben. Aber das Verfahren wird sicher, wenn wir mehr als 3 Lymphknoten entfernen, wenn man möglicherweise die Farbstoffe kombiniert. Also ich denke, da muss man auch, die Daten sind schwieriger geworden, die Beratung der Patientin wird schwieriger, aber es zeigt sich doch, dass man Patienten, die erfolgreich auf eine Chemotherapie ansprechen, nicht unbedingt alle den Sentinel vorenthalten muss oder alle primär die Achselhöhle operieren muss. Da kann man sicherlich individuelle und wirklich schonendere Wege gehen. Ja, schonendere Wege. Es gab auch die PRIME-2-Studie. Da ging es darum, ob Frauen, die älter als Patientinnen, die älter als 65 sind, ob die grundsätzlich eine Bestrahlung brauchen oder nicht. Von Herrn Kunkel vorgestellt aus USA, aus United Kingdom, also aus England. Sehr interessante Studie. Eigentlich sind das ja Dinge, die schon seit, ich glaube 1996 hatte Veronesi schon mal was dazu publiziert, zu der Frage, ob die ältere Patientin mit kleinen oder negativen Tumoren überhaupt noch die Strahlentherapie braucht. Es war lange Zeit bestritten und umstritten gewesen. Und Herr Kunkel hat jetzt doch eine Studie vorgestellt, in der klar zeigte, dass bei den älteren Patienten die Strahlentherapie grundsätzlich auch die Rezidivrate senkt. Das ist nicht zu verkennen, aber das Ganze spielt sich so auf einem hohen Niveau. Also die Rezidive sind doch so selten, dass die Senkung um 2% absolut wahrscheinlich für die Patientin überhaupt keine Rolle spielt. Und wenn man dann noch einbezieht, dass eine Patientin, die vorher nicht bestrahlt worden ist, ein Rezidiv bekommen sollte und dann im Prinzip nochmal brusterhaltend operiert werden könnte und dann mit Bestrahlung, so muss man ganz klar sagen, diese Studie spricht wirklich dafür, dass wir heutzutage sehr zurückhaltend sein sollten mit der Bestrahlungsindikation bei brusterhaltender Therapie bei der älteren Patientin. Ich denke halt, die Frage ist sicherlich, was ist die ältere Patientin? Da habe ich mich rausgehalten. Ja, deswegen bohre ich ja nach. Und ich denke, dass das auch so ein bisschen Dinge sind, weil ja gerade die zurückhaltenden Bestrahlungsindikationen häufig aus England kommen mit verschiedenen Gesundheitssystemen. Also ich denke, in Deutschland hat eine Frau eine durchschnittliche Lebenserwartung bis 85 und deswegen mag sie eine ältere Frau sein, wenn sie 65 ist, aber sie hat eine Lebenserwartung von 20 Jahren. Da kann tatsächlich noch viel passieren. Das ist meine Kritik an der Studie, dass das nicht wirklich ältere Patienten sind. Also das wäre für mich eigentlich interessant, ab 75 bis 80 diese Frauen zu untersuchen, die uns ja immer mehr beschäftigen. Und da gab es eben ein Poster. Und die schlechteste Prognose bezogen auf Brustkrebs haben momentan die Jungen und ganz die Alten. Und bei den ganz den Alten scheint es deswegen zu sein, weil wir sie anders behandeln als die Masse der Patienten. Also deswegen, der Unterschied war mit 2-3% ausgesprochen gering. Da muss man sicherlich drüber nachdenken. Aber ich denke, die Studie leitet über zu dem Gedanken, was sind wirklich ältere Patienten, wie gehen wir mit denen um? Ich denke, da muss man die Publikation abwarten und sich diese Subgruppen auch mal genau anschauen und dann die Konsequenzen daraus ziehen. Aber ich denke, was ein Punkt, den man vielleicht auch schon in Deutschland implementieren kann. Also ich bin auch der Meinung, verzichten jetzt für alle wäre ich eher zurückhaltend, weil wir auch in der Altersgruppe ja auch von der Systemtherapie versuchen, das Maximale noch möglich zu machen, dass man zumindest an die Hypofraktionierung denkt in dieser Altersgruppe, wo wir ja sehr schöne Daten haben, dass eine kürzere Bestrahlung von der Kosmetik, aber auch von den Überlebensaussichten ähnliche vergleichbare Ergebnisse liefert. Das ist was in Deutschland gerade im Moment diskutiert wird, auch bei den Strahlentherapeuten. Ich denke, das wäre ein Konzept, was man den älteren Frauen anbieten kann. Denn das Hauptkritikpunkt an der Hypofraktionierung, das heißt, dass man weniger Zeit braucht für die Bestrahlung, weil man etwas mehr Dosis pro Tag sozusagen gibt, ist ja, dass die Nachbeobachtungsdaten sehr noch nicht lang genug sind, eben 10 statt 20 Jahre. Und dass das aber ein Argument ist, was in der Altersgruppe ab 60 zum Beispiel nicht mehr so zum Tragen kommt, dass man vielleicht der 40-Jährigen sagt, ich möchte noch etwas mehr Datensicherheit haben, bevor ich das routinemäßig anwende, kann ich verstehen. Aber bei älteren Frauen, denke ich, sind die Daten meiner Meinung nach zur Hypofraktionierung jetzt auch schon sehr sicher. Also gerade in der Studie hat man eben auch wieder deutlich gesehen, wie wichtig das Hinschauen auf die einzelne Patientin ist. Also als ich dann eben auch, ich habe mir die gleiche Frage gestellt, was ist ältere Patientin 65? Es gibt ältere Patientinnen, die sind topfit.
die machen noch Marathonläufe und es gibt die 65-Jährige, die eben schon andere Erkrankungen hat. Also das hier zu standardisieren, da würde mir Angst und Bange werden. Denn wie gesagt, wie Herr Bauerfeind auch sagte, die Frauen werden heute 85, sie werden vielleicht 90 und älter. Und insofern haben sie noch eine sehr lange Erwartung und da wissen wir eben nicht, was passiert in der Zeit. Also sicherlich für die einzelne Patientin, aber generell würde ich sagen, muss man da noch sehr vorsichtig sein. Ja, zu Bisphosphonaten gab es auch zwei Sitzungen hier. Bisphosphonate sind ja sowieso sehr heiß diskutiert. Wer soll sie kriegen? Soll sie überhaupt jemand kriegen in der adjuvanten, also nicht metastasierten Situation? Herr Gnandt aus Österreich und Herr Coleman aus England haben dazu Stellung bezogen. Wer mag da eine Zusammenfassung machen? Also ich denke, Herr Gnandt hat ja einen sehr schönen Übersichtsvortrag gehalten, aber wichtiger für die klinische Praxis ist das, was in dem wissenschaftlichen Programm von Herrn Coleman gezeigt wurde, nämlich eine Meta-Analyse an einzelnen Patientendaten der gesamten Studien, die es zu diesem Thema gibt, vorbeugende Bisphosphonate bei Ersterkrankung mit Brustkrebs. Das sind insgesamt 36 Studien, die da identifiziert wurden mit knapp 22.000 Patientinnen. Also wirklich sehr, sehr viele Daten. Und es ist den Kollegen gelungen, 78% dieser Daten zu bekommen für die Analyse. Das sind etwa 17.000 Frauen, die in diesen Studien mitgemacht haben. Und man muss sagen, ich meine, das ist eine wechselnde Geschichte. Auch wir in unseren Leitlinien haben ja da auch ein bisschen uns zurückgenommen. Es gab eine Zeit, da waren wir sehr euphorisch, kamen auch Daten aus Deutschland, die gezeigt haben, es profitieren alle Patientinnen. Und jetzt kommt mir immer mehr zu dem Schluss, dass es wahrscheinlich nur bestimmte Gruppen sind. Und um das Ergebnis kurz zu machen, es sind, wie wir es auch in den aktuellen AGO-Leitlinien drin haben, sind die postmenopausalen Patienten nach den Wechseljahren, wo die Gabe von Bisphosphonaten wirklich das krankheitsfreie Überleben um 34% verbessert und das Gesamtüberleben um relativ 17%. Das sind ganz, ganz eindeutige Daten, die den Nutzen dieser Therapie in der Altersgruppe zeigen. Für die Gesamtgruppe ist der Unterschied grenzwertig signifikant gewesen, mit einem Unterschied von absolut etwa 1,5%. Aber für die Frauen nach den Wechseljahren sehr viel deutlicher. Und die zweite Botschaft aus dieser Studie, für die jungen Frauen vor den Wechseljahren ist diese Therapie nicht geeignet, um die Heilungsaussichten zu verbessern. Aber wir haben auch gesehen, dass es auch nicht schädlich ist, weil es gab ja auch Daten aus einzelnen Studien, dass vielleicht junge Frauen sogar einen Schaden davon tragen können durch diese Bisphosphonate. Das ist nicht der Fall, sodass für die jungen Frauen, denke ich, die Indikation für ein Bisphosphonat der Knochen sein sollte. Wenn da akute Probleme sind, dass die Knochendichte stark abnimmt unter der Krebstherapie, kann das eine Option sein. Aber für die ältere Patientin ist das auch was, was zur Brustkrebstherapie, denke ich, in Zukunft dazugehören wird. Also völlige Zustimmung. Bei der jungen Patientin muss man natürlich sich überlegen, darüber haben wir auch noch diskutiert, wo sind die Patienten eigentlich eingebracht worden, die jetzt zum Beispiel aus den österreichischen Studien kommen. Das waren ja auch junge Patienten, wobei aber jeweils die ovarielle Funktion unterdrückt wurde durch die Medikamente. Und wir gehen davon aus, dass diese Patienten dann wie postmenopausale Patienten eingestuft wurden, weil sie eben keine Eierstockfunktion mehr hatten und dann profitieren sie natürlich. Frau Professor Habeck hat ja auch sehr schön dargestellt, dass wir im Rahmen der AGO-Leitlinien schon eigentlich relativ progressiv waren in den letzten Jahren und ja die Bisphosphonate-Therapie eher befürwortet haben. Und wir hatten das eigentlich mit einer Einschränkung getan, nämlich gesagt, ausschließlich die Patienten würden profitieren, die nur eine endokrine Therapie bekommen haben als adjuvante Maßnahme. Und also neben der Tatsache, dass Herr Coleman sehr schön gezeigt hat, dass eben die postmenopausalen Frauen oder die Frauen ohne Eierstockfunktion am meisten profitieren oder die einzigen sind, die profitieren, hat er, und das war für mich eigentlich die wichtigste Botschaft, auch noch gesagt, dass es unabhängig davon, ob eine adjuvante Chemotherapie stattgefunden hat oder ein Nadalstatus positiv oder negativ war. Insofern haben wir tatsächlich wahrscheinlich auch etwas zu ändern und müssen sagen, in Zukunft postmenopausale Frauen bzw. solche ohne Eierstockfunktion profitieren von Bisphosphonaten. Offen ist allerdings die Frage, wie lange? 2, 3 oder 5 Jahre? Dazu gab es keine Stellungnahme. Es gab ja noch einen ganz kurz nur noch dazu. Gibt es denn einen Unterschied zwischen den Bisphosphonaten? Das wollte ich gerade sagen. Wir stehen uns schon blind. Was auch noch ein interessantes Ergebnis war eben, dass sowohl die
oralen Bisphosphonate wie auch die infundierten Bisphosphonate hier gleich zu sehen sind. Und das ist auch für die Zoledronsäure, was ja das häufigste Medikament ist in diesen Studien, was infundiert wurde, auch nicht wichtig, dass es ein besonders enger Schedule ist, also dass man das wie in der Metastasierung jeden Monat macht, sondern es ist wirklich ausreichend in der knochenstützenden Dosis, wie man es auch bei der Osteoporose macht. In der Regel haben die Studien getestet zweimal im Jahr. Es gibt ja in Deutschland auch eine Zulassung für einmal im Jahr mit einer etwas höheren Dosis. Ich denke also, wie gesagt, es muss nicht so viel Medikament sein, aber es sollte dann regelmäßig gegeben werden. Dass ich auch noch was zu dem Thema sage, wenn ich es richtig gelesen habe, ist es nicht nur unabhängig von der Therapie, die vorangegangen ist und von dem Medikament, sondern auch vom Hormonrezeptorstatus. Der war auch ausgenommen und das ist auch was, was wir nochmal neu machen müssen, weil bis jetzt haben wir das ausschließlich für HR-positive Patienten, was mich eben auch überrascht hat. Die Gruppe ist völlig untergegangen, hat dann in einem Slide unten so, was alles nicht dabei war und da war meines Erachtens auch der Hormonrezeptorstatus. Gut, es gab die Daten zur IBIS-2-Studie, Entschuldigung, eine Präventionsstudie, wo man geschaut hat, ob Frauen, die ein hohes Risiko zu erkranken haben, durch die Gabe von Anastrozol, also einem Aromatasehemmer, profitieren. Wie sehen Sie die Ergebnisse? Also ich habe selten einen Vortrag gesehen, der anfing, erstes Slide und dann gleich die Ergebnisse. Wir hatten den Eindruck, dass er etwas seine Dias durcheinander gebracht hat. Ja. Aber Jack Cusick hat da einen sehr schönen Vortrag gehalten und hatte eben gezeigt, dass die prophylaktische Gabe eines Aromatasehemmers tatsächlich die Entstehung von Brustkrebs offensichtlich, das Risiko einer Entstehung von Brustkrebs bei den Frauen in dieser Studie vermindern kann. Das ist ja durchaus in Linie auch mit der älteren kanadischen Studie, wo Exemestane, ein anderer Aromatasehemmer, gegeben wurde und wo ebenfalls der präventive Effekt sehr schön herausgearbeitet werden konnte. Schwierig finde ich an der ganzen Studie, dass wir gar nicht wissen, wer sind diese Patienten, die nun wirklich von einer Prävention profitieren. Und letztendlich hat Jack Cusick in seinem Educational, was er am Dienstag gegeben hat, wo er ein bisschen auf diese Frage eingegangen ist, welche Patienten sollten wir denn jetzt präventiv behandeln, auch dort hat er keine richtige Antwort gegeben, denn es sind, er hat im Prinzip gezeigt, es gibt eben die Patienten mit einem sehr hohen Risiko für Brustkrebsentwicklung, nehmen wir die an mit einem familiären Risiko oder einer BRCA-Mutation, aber das betrifft eben nur einen sehr ganz kleinen Teil der Bevölkerung. Und dann gibt es Patienten mit einem moderaten oder eher geringeren Risiko für Brustkrebs entwickeln. Das betrifft dann aber eben sehr, sehr viele Patientinnen, sehr, sehr viele Frauen, das sind ja noch keine Patientinnen. Und insofern ist es so, dass wir auf der einen Seite sehen, die prophylaktische Gabe von endokrinen Medikamenten wie Aromatasehemmern kann durchaus das Risiko von Brustkrebs senken, aber es bleibt eigentlich die Frage offen, welchen Frauen sollen wir es empfehlen und welchen nicht. Er wurde ja dann prompt auch angegriffen aus dem Plenum, dass, als er sagte, das ist die Therapie der Wahl. Da wurden ja dann andere Studien hinzugezogen. Und was mir auch aufgefallen ist, er sagte auch, dass vor allem nicht nur Brustkrebs, sondern generell Krebs präventiv behandelt werden kann. Da erinnere ich mich an diese Zeile, dass also in seinen Ergebnissen, dass generell, ja, genau. Ja, man hat überraschend gesehen, dass andere Karzinomhäufigkeiten auch gesenkt worden sind. Ich denke, dass wir die Studie sehr kritisch sehen müssen. Wir müssen uns auch die Einschlusskriterien noch mal genau anschauen. Es ist ja ein überlappende Einschlusskriterien auch mit der bei uns in Deutschland bestehenden Indikation zur genetischen Testung, also auch familiäre Belastung. Und für mich ist nicht klar, dass Frauen jetzt quasi mit 5 Jahren eines Aromatasehemmers sich vor Brustkrebs schützen können. Es wurden fast 4.000 Frauen behandelt über fast 10 Jahre, 2003 bis 2012. Was er gesehen hat, war, dass die Verträglichkeit relativ gut war und dass in der Placebo-Gruppe auch nicht mehr oder unwesentlich mehr Frauen abgebrochen haben als in der Gruppe mit dem Anastrozol. Das spricht dafür, dass das bei gesunden Frauen, die ohne irgendwelche Vorerkrankung in so eine vorbeugende Studie gehen, dass das
ein machbares Studienkonzept ist, 5 Jahre das zu geben. Aber ich sehe das noch nicht so. Und da müssen wir noch sehr gut in die Daten gucken, bevor wir sagen, welcher Patientin man das anbieten kann. Aber auch hier sprechen wir nur von den Frauen nach den Wechseljahren mit dem Aromatase. Ja, unbedingt. Und wie gesagt, ich halt würde davor warnen, jetzt in die Apotheke zu rennen, zu sagen, ich möchte gerne einen Aromatase-Hemmer, ich möchte mich vor Brustkrebs schützen. Ich denke, da muss man viel abwägen und letztlich muss man sich auch genau anschauen, wie viele Frauen müssen behandelt werden, um einen Brustkrebsfall zu vermeiden. Und ich denke, das ist eine Entscheidung, die die informierte Frau dann mit ihren betreuenden Ärzten treffen muss. Und man muss auch dazu sagen, in Deutschland ist weder Tamoxifen noch ein Aromatase-Hemmer für die Vorbeugung von Brustkrebs zugelassen. Nun wissen wir ja, dass also bei Brustkrebspatientinnen diese Aromatasehemmer doch einige Nebenwirkungen mit sich bringen. Klar, auch eine Wirkung, aber eben auch Nebenwirkungen. Da gab es einmal eine Sitzung, wie wichtig ist der Zustand der Patientin oder Nebenerkrankungen zu Beginn einer Aromatasehemmertherapie. Und es wurde auch untersucht, wie Bewegung, Sport sich auf die Arthralgien, auf die Knochenbeschwerden auswirken. Das war gleich im Anschluss an die IBIS-2-Studie. Zwei fand ich sehr praxisrelevante Vorträge. Ein Vortrag eben, der geschaut hat, sind es denn neu auftretende Nebenwirkungen oder ist eigentlich, muss man auch gucken, was bringt die Patientin mit? Müssen wir vielleicht besser im Vorfeld Hilfestellungen geben bei solchen Beschwerden? Und die Studie waren 500 Patientinnen, haben gezeigt, dass im ersten Jahr unabhängig vom Aromatase etwa ein Drittel die Therapie einstellen und dass Patientinnen, die mit Vorbeschwerden in diese Therapie gegangen sind und Patienten zum Beispiel Zahlen zu nennen, die mehr als 3 bestehende Vorbeschwerden hatten sozusagen. Das war Schlaflosigkeit, Depression, Gedächtnisstörungen, Müdigkeit, dass die etwa 2,5-faches Risiko hatten, dass die aufhören mussten mit der Therapie. Und das zeigt doch ganz deutlich, dass die Anamnese vor Beginn einer solchen Therapie für die wichtig ist, um den Frauen auch besser helfen zu können, die Therapie durchzuführen. Wurden denn diese Sachen bisher intensiv erhoben? Natürlich sprechen wir über vorbestehende Erkrankungen, aber ich denke, dass das vielleicht nochmal auch eine Erinnerung ist für die Ärzte, dass man das im Gespräch vielleicht auch mit Lösungsvorschlägen vorher bespricht, weil das so wichtig ist, um die Therapietreue während des ersten Jahres dann zu halten. Ein Lösungsvorschlag war gleich der Vortrag danach, war eine sehr schön gemachte Studie, die mit etwa 100 Patienten, 121 Patientinnen geguckt hat, wie ist das denn, wenn ich ein Jahr trainiere, mich körperlich betätige, wurde randomisiert, Training versus kein Training. Man hat gesehen, auch in der Nicht-Training-Gruppe haben die Frauen mehr körperliche Aktivität entwickelt. Das ist ganz klar, das ist auch ein Qualitätskriterium für die Studie, dass wenn man erinnert wird, Sport ist wichtig, dann macht man das auch, aber nicht so viel wie in der Training-Gruppe und die Ergebnisse waren beeindruckend. Es ging um den Schmerzscore. Frauen hatten milde Schmerzen angegeben und ein Drittel war weniger in der körperlichen Aktivitätsgruppe. Das ist was wir all unseren Patientinnen sagen und ich finde es sehr schön, dass das auch in solchen Studien dann auch noch mal ganz objektiv gezeigt werden kann. Kam es da auf die Art des Trainings an? Das konnten die nicht unterscheiden, weil die gesagt haben, wir machen eher so ein allgemeines Training. Und man konnte jetzt nicht sagen, ist es Muskeltraining, Krafttraining, ist es Ausdauertraining. Wir haben zum Beispiel mit der Kölner Sporthochschule in meiner Kölner Zeit zusammen eine Studie gemacht, wo wir Krafttraining auch gemacht haben und auch gefunden haben, dass das auch die Gedächtnisleistung zum Beispiel verbessert und die Nebenwirkungen nimmt. Also es scheinen mehrere Aspekte der körperlichen Ertüchtigung da wichtig zu sein. Interessant fand ich, dass die Einschlusskriterien von dieser Studie zum Sport auch genau unserem Klientel entsprach. Also die ältere Patientin mit dem eher übergewichtigen Habitus und dass die so fleißig mitgemacht haben, muss ich sagen, fand ich sehr überzeugend an dieser Studie und denke, das ist ein Punkt, den wir nicht nur beratungstechnisch übersetzen müssen, sondern tatsächlich vielleicht da auch so Programme auflegen müssen, gemeinsam mit den Rehabilitationsvereinen und Sportvereinen. Da wollte ich einhaken.
ich meine, es redet sich immer so ganz einfach, ein Mensch, der nie Sport gemacht hat, dann an Brustkrebs erkrankt, dass man den nicht nur in die medikamentöse Therapie, sondern auch zum Sport bringt, ist sicherlich was ausgesprochen Schwieriges. Und da passiert momentan sehr viel. Und ich hatte letztens eine Veranstaltung in Landshut und durfte dann auch lernen, dass es tatsächlich von den Krankenkassen, wenn der Arzt es verschreibt, und da gibt es ein eigenes Formular, das Formular 56, dafür kriegt er auch Geld, der niedergelassene Arzt. Das heißt, er kann rehabilitativen Sport verschreiben. Damit geht die Patientin zur Krankenkasse, lässt sich das abstempeln. Bis jetzt gibt es wohl überhaupt keine Probleme. Und die Krankenkassen haben Verträge mit verschiedenen, ich nenne es jetzt mal ganz vorsichtig, Fitnesscentern oder irgendwelchen Instituten, die sich da wirklich professionell drum kümmern und die eben auch solche, nicht nur die Herzsportgruppen, wo es absolut etabliert ist, sondern auch onkologische Gruppen aufbauen, dass man das eben lernen kann, Sport zu machen. Also das wird von den Krankenkassen übernommen. Und ich denke, gerade unsere Aufgabe ist es, das quasi in den Arztbriefen mit reinzuschreiben und die niedergelassenen Kollegen mit aufzufordern und mit in das Boot zu nehmen, das auch zu tun, weil dann kann man das tatsächlich auch umsetzen, was wir hier gerade idealisieren in meinen Augen. Wie gesagt, einen unsportlichen Menschen im Rahmen einer Brustkrebserkrankung zum Sportler zu machen, ist wirklich eine Aufgabe, die muss man täglich motivieren. Wer soll das tun? Und da denke ich, ist gerade so ein Konzept mit Verschreibung und Kostenerstattung und Lernen absolut wichtig und richtig. Das Problem ist, es dürfen eben nur relativ wenige von diesen Vereinen tatsächlich abrechnen. Das sind dann Vereine mit so komischen Namen wie Rehabilitations- und Behindertensport. Und das ist natürlich nicht richtig motivierend für eine Brustkrebspatientin. Absolut richtig. Da kann ich die Landshuter Bresche schlagen. Also bei uns ist das ein richtiges Institut und nicht nur, da steht nicht Behindertensport drauf, sondern tatsächlich Rehabilitation. Es gab ja auch noch weitere Poster, habe ich gesehen, gerade zu dem Thema. Und wie Sie auch sagten, Herr Thompson, gerade mit übergewichtigen Patientinnen. Und die waren durchweg erfolgreich. Ich erinnere mich aber auch an den Einwand aus dem Plenum, und zwar von unserem New Yorker Medizinjournalisten. Ich habe den Namen jetzt nicht präsent, der dann sagte, was machen wir mit den kleinen alten Damen, die 65 und älter sind, in puncto Sport, das wird denen vielleicht zu viel werden. Und prompt kam danach eine Frau, die selbst an Brustkrebs erkrankt ist, eine große Patientenorganisation leitet und sagte, schauen Sie mich an, ich bin eine der kleinen Damen und ich mache jeden Tag aktiv Sport. Da wurde dann auch darauf eingegangen, dass man natürlich den Sport auch differenziert sehen muss. Also es muss nicht sein Krafttraining und jeden Tag 1 bis 2 Stunden laufen, sondern es kann durchaus sein, dass man eben statt den Aufzug zu nehmen, einmal eine Treppe läuft oder Spaziergänge macht. Also die Studie hatte tatsächlich Patienten mit einem mittleren Alter von 60 und mehr eingeschlossen. Insofern halte ich da diesen Einwand von dem Steve Vogel nicht ganz so relevant. Und der zweite Punkt war, dass natürlich die Patienten schon Sport machen müssen. Die müssen 180 Minuten pro Woche, glaube ich, wenn ich mich an die Zahl richtig im Sinne, arbeiten. Ne? Also das muss jetzt nicht das Laufband sein, aber das kann auch Walking sein oder Treppen gehen. Aber es soll halt auch schon eine gewisse Zeit sein. Und diese Zeit muss man auch pro Woche zusammenkriegen. Was mich in dem gesamten Gespräch momentan so ein bisschen fasziniert ist, dass wir in der adjuvanten Therapie, wo die Patienten einen Überlebensvorteil haben, weil sie eine Brustkrebserkrankung hatten, durch verschiedenste Methoden motiviert werden müssen, die Nebenwirkung zu kompensieren. Und in dieser Präventionsstudie, in der prophylaktischen, da waren die Nebenwirkungen so klein gehalten, also es waren gesunde Frauen, die Aromatasehemmer bekommen haben in der IBIS-Weichung, wo sowas überhaupt nicht erwähnt worden ist. Also das ist auch einer der Punkte, die Frau Habeck schon angesprochen hat. Da müssen wir die Daten schon sehr genau angucken, ob das wirklich so harmlos über die Bühne gegangen ist, was ja im Widerspruch steht eigentlich zur Behandlung. Wobei du natürlich dran denken musst, bei der IBIS-2-Studie, das sind besonders motivierte Teilnehmerinnen gewesen, die eingesehen haben, dass eine Prävention wichtig ist, ob nun mit Placebo oder Aromatase behandelt. Die kommen eben nicht, wie in der Studie aus der N-Aber-Gruppe gezeigt, mit Beschwerden von vornherein rein, sondern das ist schon eine sehr positive Selektion. So, wir haben noch 10 Minuten. Wir müssen noch ein paar Sachen abarbeiten. Von der Nathan-Studie wurde vorgestellt, da wurde untersucht, ob die Gabe von Zoledronat Sinn macht, wenn eine Frau eine Chemotherapie gehabt hat vor der Operation und dann doch noch was gefunden wurde, ein Resttumor. Was ist dabei rausgekommen? Ich denke, für die Praxis 2 wichtige Schlussfolgerungen. Zum einen eins, was sich eigentlich wie ein roter Faden durch die ganzen Kongresse immer hindurchzieht, dass die Patientinnen, von denen wir ursprünglich denken, dass die Heilungsaussichten schlechter sind, eigentlich auch ein sehr, sehr gutes Überleben haben. Die Studie wurde ja vorzeitig berichtet, weil man festgestellt hat, dass man
diese Ereignisse, also die Rückfälle, gar nicht erreichen wird, die geplant waren. Da hätten die Kollegen, glaube ich, 6 bis 8 Jahre, hat Herr von Minkwitz gesagt, noch warten müssen. Das heißt, man hat nur etwa 50% der Ereignisse, der Rückfälle gesehen in der Studie, auf die man gewartet hatte. Und das zweite Ergebnis war, dass es keinen Unterschied gemacht hat, ob man danach noch ein Bisphosphonat nimmt oder nicht. Also insofern denke ich, dass bei Patientinnen, die nach einer neoadjuvanten Chemotherapie keine PCR haben, dass dann abhängig vom Subtyp eventuell eine Studie heutzutage in Frage kommt, bei der HER2-positiven Erkrankung zum Beispiel, dass für die hormonempfindlichen Tumoren Antihormontherapie da ist und dass die Fragestellung, wann nehme ich ein Bisphosphonat, durch diese große Meta-Analyse beantwortet ist, die wir vorhin schon diskutiert haben, dass das vor allem die Patienten nach den Wechseljahren sind. Gut, dann gab es noch oder wurde thematisiert, eine Hormontherapie bei Unfruchtbarkeit oder um die Möglichkeit zu erhöhen, ein Kind zu bekommen. Verändert das irgendwas an dem Brustkrebsrisiko? Ja, das war eine größere italienische Meta-Analyse eigentlich aus den letzten 40 Jahren Reproduktionsmedizin und assistierte Reproduktion. Ich denke auch praxisrelevant, dass man Daten hat. Insgesamt konnte diese Meta-Analyse zeigen, dass die assistierte Reproduktion das Risiko für Brustkrebsentwicklung nicht erhöht. Eine kleine Unteranalyse hat gezeigt, dass dies vor allen Dingen zutrifft für die In-vitro-Fertilisation, also die EVF-Behandlung, Stichwort Retortenbaby, da spielt es gar keine Rolle. Möglicherweise spielt es bei der reinen hormonellen Induktion des Eisprungs eine gewisse Rolle. Die Kollegin aus Italien, ich glaube Frau Gennari war ihr Name, hat sehr kritisch, aber auch zur eigenen Studie gesagt, dass viele Parameter in diesen Studien gar nicht bekannt waren. Also wir wissen nicht, welche Erkrankungen im Vorfeld da vorlagen, die möglicherweise prädisponierend sind für Mammakarzinom, sodass zusammenfassend man sagen kann, so wie sie es auch sehr schön formuliert hat, es besteht jetzt kein Grund, die Alarmglocken anzustellen, wenn es um Reproduktionsmedizin und die Frage Brustkrebs zu bekommt. Und mehr kann man eigentlich aus dieser Studie nicht herausziehen. Gut, dann fand ich es nach einer Sitzung interessant, da ging es ums Mammographie-Screening. Da sind Daten aus verschiedenen Ländern, auch Cochrane Review und so weiter, nochmal neu bewertet worden, indem man versucht hat, die Daten aneinander anzupassen. Man hat also einerseits Patientinnen zwischen 40 und 49 rausgenommen, weil man da ja viel mehr Patientinnen untersuchen muss, um einen Todesfall zu vermeiden. Man hat festgestellt, dass es mehr darum gehen müsste, wie viele Patientinnen nehmen wirklich teil und nicht wie viele Patientinnen werden eingeladen. Also Number to Invite war hier das Stichwort und Number to Screen. Mag da einer von Ihnen Stellung zu nehmen? Es gab zum Mammographie-Screening am ersten Tag 2 Vorträge. Einmal eine sehr kritische Auseinandersetzung, wie groß tatsächlich der Nutzen des Mammographie-Screenings für die einzelne Patientin ist. Der hat aber das Mammographie-Screening auch nicht schlecht geredet, sondern einfach, dass man die Patientin mehr oder minder gut aufklären muss. Sie muss ihr Risiko kennen und sie muss wissen, was über das Mammographie-Screening passieren kann. Nein, weil sie kann unauffällig sein, dann ist alles in Ordnung. Oder man findet eine Brustkrebserkrankung, dann wird er behandelt. Die beiden Gruppen sind klar. Dann gibt es aber leider auch eine gewisse Gruppe mit falschem Alarm, die aber durch die gesamte Mühle durchgezogen wird. Sie braucht Diagnostik, sie ist verunsichert. Und selbst dann, wenn diese Patientin mit dem falschen Alarm eben ihr Ergebnis bekommt, dass alles gut ist, zeigt sich zumindest in der Nachbeobachtungszeit dieser Frauen, dass ihre Ängstlichkeit bezogen auf Brustkrebs deutlich höher ist als bei Frauen, die von Anfang an als unauffällig gewertet worden sind. Also es hinterlässt dann auch einen kleinen psychologischen Flurschaden, wenn man mal falsch bewertet worden ist. Und die vierte Gruppe ist derer, die überdiagnostiziert werden. Das heißt, es wird eine Brustkrebserkrankung oder eine Vorstufe diagnostiziert, die nie schlimm oder bedrohlich für die Patientin geworden wäre. Das ist für mich die momentan am sicherlich schwierigsten zu interpretierende Gruppe, ob es die wirklich gibt. Wer ist es denn, bei dem das nicht rauskommt? Also ich weiß nicht, wie wir diese Frauen identifizieren sollen. Das war mal so diese Problemstellung, die wir haben. Und das andere, das war für mich völlig neu, dass die Zahlen
die wir bislang kannten, angeblich eben nur darauf zurückzuführen sind, wie viele Patienten werden eingeladen und wie viele Patienten haben davon einen Vorteil. Dass man da nicht unterschieden hat von denen, die tatsächlich dann auch mammografiert worden sind. Also dass es einen Unterschied gibt zwischen denen, die eingeladen worden sind und denen, die mammografiert worden sind. Es muss einen Unterschied geben, weil eben nicht alle Frauen kommen und schon gar nicht in der zweiten und dritten Runde. Das werden immer weniger. Also dann müsste das Mammografie-Screening, das war ja auch der zweite Vortrag, der das wieder auf den Boden gebracht hat, ja noch wesentlich mehr bringen als das, was wir momentan kennen. Also ich denke, man darf das Mammografie-Screening momentan überhaupt nicht schlecht reden, aber man muss vielleicht die Patientin eben schon ein bisschen darüber informieren, wie hoch ihr Risiko ist und was ihr passieren kann. Ein wichtiger Punkt, wurde eigentlich noch durch zwei Dinge addiert zu diesen Informationen, die du wunderbar dargestellt hast. Es gab ein sehr interessantes Poster, die haben nämlich untersucht, was für Tumoren werden eigentlich durch das Mammographie-Screening entdeckt. Und da zeigte sich, dass doch überhäufig luminale Tumoren entdeckt werden, das spricht die eher langsamen Tumoren und die eher ungünstigen Tumoren, HER2-positiv und Triple-negativ, eher seltener. Das spricht jetzt nicht gegen das Mammographie-Screening, aber das erklärt natürlich, warum wir diese ganzen die ganze Problematik haben mit den Detektionsraten und der Verminderung der Mortalität. Und der andere Punkt ist, ich meine, wir sind absolut für das Screening. Es gibt kaum so eine professionell angelegte Sache in Deutschland wie das Mammographie-Screening. Und ich denke auch, die Detektionsrate ist hervorragend. Wir haben ja kürzlich die ersten Auswertungen gesehen von Herrn Heindl in einer kleinen Publikation dargestellt aus Münster. Hier in San Antonio wurde dargestellt, die Überlebensrate nach Brustkrebs in einem größeren Editorial auch oder Educational zu der Frage, was steckt eigentlich hinter der Senkung der Sterberate bei Mammakarzinom in den industrialisierten Ländern. Zusammenfassend, ein Drittel davon ist dem Screening, also das heißt der Früherkennung zuzuschreiben und zwei Drittel der besseren Therapie. Und damit sehen wir ganz klar, dass wir heutzutage natürlich mit der Früherkennung ganz viel erkennen und ganz viel Gutes auch für die Frauen erreichen. Und deswegen kann man auch die Frauen nur motivieren, an dem Screening unbedingt teilzunehmen. Dass alle diese modernen Techniken natürlich ihre Finessen und Feinheiten haben, die ausdiskutiert werden müssen. Das hat dieser Vortrag von Herrn, ich glaube, Witscher hieß er, sehr schön gezeigt. Und Renate, eigentlich hast du es ja auch wunderschön dargestellt, wo die ganzen Probleme sind. Ich erinnere mich auch an die Zahlen und bei spätestens 74 hörte praktisch die Beobachtung auf. Was ist mit den Frauen, die älter sind als 70, die ja nicht ins Screening reinkommen? Würden sich dadurch die Zahlen verändern, dass man weniger eben einladen oder ansprechen müsste, damit mehr Frauen dann eben entdeckt oder mehr Brustkrebs entdeckt werden kann? Verfälschen nicht eventuell die jetzigen Zahlen, weil man ja nur die Frauen eben einlädt, 70? Was passiert, wenn man, wir haben ja noch eine hohe Inzidenz bei Brustkrebs, auch bei den Frauen 70 älter. Was für Ergebnisse hätten wir dann? Völlig klar. Aus den randomisierten Studien konnte der Vorteil bei den über 70-Jährigen bisher nicht herausgearbeitet werden. Und wahrscheinlich das entspricht das genau dieser, ich glaube, es war die Gruppe 4 in dem Vortrag von Herrn Witscher, der eben sagte, das sind Patienten, die haben zwar einen Brustkrebs, aber die haben natürlich auch andere Erkrankungen. Die sterben mit hoher Wahrscheinlichkeit früher an einer anderen Erkrankung als in einer Brustkrebserkrankung. Und wenn wir jetzt gerade sehen, auch aus dieser anderen Studie, ich glaube, es war auch eine italienische Arbeit, die gezeigt hatte, mehr Luminale bei den bei den Tumoren, die durch das Screening entdeckt worden sind, das sind eben häufig auch die langsam erwachsenen Tumoren. Und den trägt die Frau halt mit sich herum, ohne einen Schaden davon zu haben. Und wenn sie dann an einem Herzinfarkt oder einer anderen Erkrankung stirbt, wir müssen alle sterben, irgendwann so ab 85 aufwärts, hoffentlich, ne? Dann macht es wenig Sinn, diesen Frauen jetzt diese ganze Mühe der Früherkennung durch die Mammographie angedeihen zu lassen. Ne? Aber für die Patientengruppe zwischen 50 und 70 muss man ganz klar sagen, da profitieren die Frauen davon, weil sie auch lange genug leben, ihre Erkrankung und auch die Nachteile ihrer Erkrankung mitzuerleben. Aber vielleicht nochmal, ich meine, das Screening ist wichtig und ich denke, wir haben in Deutschland ein gutes Programm, das würde ich voll unterstützen, aber ich denke, diese Frage der Überdiagnostik ist letztlich eine sehr theoretische Frage, die man wissenschaftlich klären muss. Ich denke, praktisch ist wichtig, dass wenn ein Tumor gefunden wird, sei es durch Screening oder nicht, dass man den auch entsprechend im Brustzentrum therapieren lassen muss und dass wir nicht quasi entscheiden können, welcher Tumor wird später ein Problem werden und welcher nicht. Und ich denke, das ist auch der Punkt, den wir uns ja auch wissenschaftlich in Deutschland in den Studien stellen, dass wir eher versuchen, die Übertherapie von eigentlich sehr gutartigen Mammakarzinomen zu vermeiden, indem wir versuchen, auf Chemotherapie zu verzichten, versuchen, das haben wir vorhin diskutiert, die Operation nur so wenig wie möglich zu machen, vielleicht die Strahlentherapie
einzuschränken. Das sind all diese Dinge, die in Deutschland Brustzentren auch angeboten werden. Ich denke, dass ganz wichtig ist, wenn ein Tumor gefunden wird, dass der auch entsprechend fachgerecht therapiert wird. Ja, ich denke, wir können alle mitnehmen, der Trend geht hin zu weniger kann auch mehr sein, was natürlich Patientinnen unter Umständen auch viele Langzeitnebenwirkungen, Auswirkungen ersparen kann. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen allen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum ASCO 2014. Vielen Dank.